Deutschland ist ein Land, das Energie importiert, insbesondere natürlich Öl, auch Gas. Wir bekommen ja eine neue Gaspipeline, Nord Stream 2, um russisches Gas nach Deutschland zu holen. Wenn wir klimafreundlich werden wollen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie ersetzen wir diese fossilen Energieträger in der Zukunft? Klar, wir haben Kapazitäten bei Photovoltaik, bei Wind und bei Wasser zum Beispiel, die wir noch ausschöpfen können. Aber alleine die Fläche unseres Landes, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, etwa bei der Windkraft, setzen dem Ganzen Grenzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch in den nächsten Jahrzehnten gelingen kann, Kernkraft und Kohle und Öl zu ersetzen, beispielsweise durch Windenergie und Photovoltaik, ob wir die Flächen überhaupt dafür haben. Und deshalb empfehlen wir, groß zu denken. Wir können alle unsere Anstrengungen im Inland unternehmen, sollten darüber hinaus aber auch über andere Energieträger nachdenken. Wasserstoff könnte das neue Öl werden, also ein Energieträger, der nicht bei uns produziert wird, sondern im Ausland und den wir importieren. Wir könnten eine Brücke schlagen in den Süden Europas, wo es noch viel wirtschaftlichen Nachholbedarf gibt. Ich denke an Süditalien, aber auch Teile von Spanien oder Griechenland. Dort könnte mit erneuerbarer Energie in einem industriellen Maßstab Wasserstoff produziert werden. Übrigens auch synthetische Kraftstoffe, die aus CO2 gewonnen werden. Und dieser Wasserstoff kann dann bei uns eingesetzt werden, beispielsweise in modernen Verbrennungsmotoren oder in anderen industriellen Anwendungen. Das Gleiche gilt für synthetische Kraftstoffe. Unser Vorschlag ist also, in eine Wasserstoffwirtschaft einzutreten, Wasserstoff zum neuen Öl zu machen. Das ist keine Absage an die Anstrengungen im Inland, aber es ist vor allen Dingen ein realistischer Blick darauf, was in Deutschland alleine möglich ist. Wir waren nie energieautark und wir müssen auch nicht energieautark werden, sondern wir sollten diese große Frage mindestens europäisch angehen. Und vielleicht gibt es dereinst sogar eine Möglichkeit, das in Afrika zu machen, um auch dort wirtschaftliche Entwicklungschancen zu verbessern und zu verbinden mit gemeinsamen Anstrengungen zum Klimaschutz.